Scalzo. Dann Pettis, wieder der Verteidiger. Scalzo trifft zum 1:0 für die Kanadier. Ansatzloser Schuss der Nummer 46 des Team Kanada. Und Jonas Hiller ist in der 6. Minute erstmals erwischt worden. An der Fanghand vorbei, wird ihn natürlich ärgern, Jonas Hiller. Das ist der Torschütze, Mario Scalzo, 22-jährig von den Iowa Stars, eine Mannschaft der American Hockey League. Herberger gegen Blatter, das Duell in der Ecke, Blatter kann die Scheibe zwar wegspielen, aber da steht auch schon wieder ein Kanadier. Stacey Roost war das, jetzt wieder am Puck. Roost von den Beinen geholt von Blatter, wird eine Strafe geben gegen den Davos-Verteidiger. Und da ist das 2:0 durch den vorgerückten Verteidiger Jason Doig. Also kein eigentliches Powerplay-Tor. Die Strafe war angezeigt, Torhüter raus, 6 Feldspieler. Aber damit wird es keine Strafe mehr geben natürlich. Hier die Aktion von Blatter gegen Roost und dann Doig, der vergessen ging, der Verteidiger, der vorgerückt war. Natürlich immer eine gute Variante. Kam in den Slot, kam zum Abschluss und Doig macht das 2:0 in der 9. Spielminute. Jason Doig von Chelyabinsk in Russland und Arno Del Curto. Rizzi, der das Captain-Amt übernommen hat von Marc Cianola, der ja verletzungshalber nicht dabei sein kann bei diesem Spengler Cup. Jetzt Leblanc, jawohl! Robin Leblanc bringt den HCD zurück ins Geschäft. In der 14. Minute das 2:1. Aus dem Handgelenk ins weite Eck. Robin Leblanc, Kanadier mit Schweizer Lizenz. Sein Vater spielte schon in der Schweiz. Vielleicht sagt Ihnen der Name noch was. Fernand Leblanc spielte unter anderem in Herisau, Chur und bei Ajoie. Stop, fellas. Okay, don't switch. Und ein Kanadier liegt am Boden. Die Davoser versuchen, die Situation zu nutzen. Doig. Na, nicht einer. Zwei liegen da. Schauen Sie sich das an. Nach dem Vorstoß von Oleg Petrov. Hier kommt er mit viel Tempo. Holden und Doig. Ja. Stehen sich im Weg. Ah. So entstehen schwere Knieverletzungen. Hoffentlich nicht in diesem Fall. Doig und Holden, beide liegen sie immer noch da. Ein gewaltiger Crash. Da sind sie in vollem Tempo aufeinander geprallt. Frontalkollision. Und natürlich geht es hier direkt ab in die Kabine. Josh Holden, der erste der beiden, der wieder steht. Der Mann von Fribourg-Gotteron. Der übrigens vor 10 Jahren ganz, ganz hoch eingeschätzt worden ist in Nordamerika als Nummer 12. Gedraftet, gezogen worden ist von den Vancouver Canucks. Aber sich nie durchsetzen konnte in der NHL. Jason Doig geht ebenfalls. Der Riese in der Abwehr des Team Kanada. 29-jähriger Verteidiger
der, wie erwähnt, sein Geld in Russland verdient, in der russischen Superliga in Tscheljabinsk. So, die Kanadier also reduziert. Oh. Kann man wirklich kaum zuschauen. Und natürlich kennen auch die Davoser das Gefühl, wie das wehtut in solchen Situationen. Von Arc setzt sich durch. Langer Lauf über die gesamte Länge des Eisfeldes. Dann der kluge Pass und das Tor! Zwei Beide! Sommer Vuori! Mit dem 2:2 in der 43. Minute. Schuss von Ambühl, Abpraller bei Porky und Sommer Vuori kann die Scheibe im leeren Tor verstecken. Also, was die Kanadier gemacht haben im Gruppenspiel gegen Davos, nämlich ein 0:2 aufgeholt, das gelingt jetzt auch im umgekehrten Fall. Der HCD gleicht aus und garantiert damit für eine spannende Schlussphase. Paki aus Position, das ist das 3:2. Oh! Andres Ambühl profitiert von diesem Fehler. Davos liegt vorne. Und Justin Poggi ist der Pechvogel der Situation. Hier geht er aus dem Tor, verfehlt die Scheibe. Und davon kann Andres Ambühl profitieren. Was für ein ärgerlicher Fehler aus Sicht des Team Kanada. Und was für eine Freude auf der Bank des HCD. Sie haben das Spiel gewendet. 0:2 lagen sie zurück nach 8 Minuten und 19 Sekunden.